30.000 Mark. Das ist also in kurzen Worten die Situation. Die Italiener werden hier von einem Teil des Publikums ausgepfiffen. Das kommt deshalb, weil die Italiener es gewagt haben, die Mexikaner auf. Mexico City haben. Wir sehen ein Bild hier mit der Nummer 15, Mazzola. Beginnt. Rodic verloren. Domenghini. Bonicenia. Ochoa. Das ist genau die 7. Spielminute. Und hier haben wir die Wiederholung. Bonicenia. Ein Schuss von etwa 20 Meter Entfernung, genau platziert. Müller. Sehr viel Mühe. Und schon lauert Riva wieder. Gefährliche Angriffe, Vogt. Ja. Ball ich noch im rechten Fuß, ja. Dann Pech. Müller. Ja, Tschirra. Müller. Zentimeter fehlen. Oh, Prachtparade, Albert Dosi. Der Ball war noch abgefälscht. Der Riegel ist ganz dicht vom Tor. Ganz, ganz dicht. Flöhr. Kein Regen mehr. Und Riva. Bertini, Meier. Gut gehalten. Mazzola. Und die Gefahr ist vorbei. Italien führt also gegen Deutschland. Mit 1:0. Wir nehmen die Zeit, 45 Minuten noch. Oh, Hoffmann jetzt wieder den Pass zu Seeler. Die Chance für Seeler. Menghini hinterherläuft. Und wieder einer dieser Kopfball-Torpedos von Riva. Ist dieser Mann gefährlich. Seeler. Klasse gemacht. Overath. Papa. Rivera. Das wollte er zu gut machen. Stellingers Ball. Seeler. Fast die Kopie. Müller. Kapowski. Libuda. Ein ganz, ganz tückischer Ball. Der Torhüter ist nicht mehr im Tor. Jetzt ist zurück. Overath. An die Latte. Unglaublich, unglaublich. Held schießt am Tor vorbei. Kommt. Held, die Möglichkeit. Auf der Linie. Seeler. Jetzt ist unser. Das muss Elfmeter geben. Aber der Schiedsrichter hat Vorteil gelten lassen, hat Seeler Schuss abgewartet. Festgehalten worden und trotzdem nicht gepfiffen. Oder gibt er Elfmeter? Wir wollen sehen, ob er Elfmeter gibt. Kapowski. Müller. Vorbei. Ist das die Möglichkeit?
Und da, Tor, Tor! Nein! Kein Tor und Angriff auf den Torhüter. Das ist ja ein Tanz des Balles auf der Torlinie einher. Domingini. Schon ist Riva wieder da. Schnellinger! Nein! Schnellinger! 1:1. Tor durch Schnellinger. Unglaublich. Ausgerechnet Schnellinger, werden die Italiener sagen. Ausgerechnet Schnellinger. Das Spiel ist zu Ende und es wird verlängert um 2x15 Minuten, mir zu sagen. Es ist eine unglaubliche Leistungssteigerung. Eine Bandage soll wohl gemacht werden. Jeder will helfen, dass die Spieler wieder zu Kräften kommen in dieser kurzen Pause. Wir dann noch unentschieden stehen, wird gelost. Müller! Tor! Und meine Damen und Herren, wenn Sie jemals ein echtes Müller-Tor gesehen haben, dann jetzt. Durch Müller. Italienischen Superfußballer, wie man ihn nennt, gehalten hat. Und jetzt die Möglichkeit für Italien. Kornic 2:2. Kornic 2:2. Und jetzt die Möglichkeit für Riva. Tor. Riva Tor. Die 104. Spielminute sieht dieses Tor von Riva. Zwei also für Italien und Seitenwechsel, diesmal allerdings Seitenwechsel. Lockern sich auf. Sie können sich vorstellen, wie die Muskulatur verkrampft ist. Die Kraft nur so hervorschöpfen können und die immer und immer wieder aufs Neue anrennen können. Ist das ein Wunder. Overath. Fehler, Albertosi. Fehler, Müller, Tor. 3:3. Müller. Die Wiederholung. Die Senja. Tor. Rivera 4:3. Die Wiederholung in der Zeitlupe. Aber zurückerinnern an solch ein Spiel kann sich wohl kaum einer. Kann. Bedenken wir, dass Deutschland praktisch nur mehr mit 10 und da ist der Schuss. Schiedsrichter Yamazaki pfeift dieses Spiel ab. Ein Spiel, ein Kampf, den sie miterlebt haben. Alle Höhen und Tiefen, der Freude und der Enttäuschung, die man nur durchleben kann,
haben die Spieler hier auf dem Spielfeld durchlebt und auch sie sicher zu Hause, meine Damen und Herren. Und ich glaube, es ist nur gerecht zu sagen, dass man der deutschen Mannschaft zu diesem Spiel von Herzen gratuliert. Den Italienern